Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Hier war nichts. Wir schreiben das Jahr 929. Nur Wald, Nebel, nichts. Da kommt hier einer an und sagt, so, hier bauen wir jetzt eine Burg. Heinrich der Erste. Heinrich der Erste ist in einer langen Reihe ein König, und zwar aus der Königsfamilie der Ottonen. Deswegen heißt er ja auch Heinrich, Heinrich der Erste. Nach ihm kam dann Otto der Erste, der Zweite, der Dritte, und kam wieder Heinrich, Heinrich der Zweite. Dann waren die 100 Jahre um. Dieser Heinrich der Erste hat also beschlossen, hier am äußersten Ostzipfel des Reiches, damals auch das Heilige Römische Reich, muss jetzt mal so eine Grenzmarke hin. Also hier ist halt die Grenze, da muss man eine Marke setzen, da muss ein Graf hin, also der zum Grafen ernannt wird, ein Reichsgraf, ne, der auf einer Reichsburg sitzt und diese Grenzmarke verteidigt. Also wird aus dem Grafen, der auf der Marke sitzt, ein nicht Markengraf, sondern ein Markgraf. Ganz simpel. Ein System der Verteidigung, Grenzposten, so wie man das kannte von den Römern, der Limes zum Beispiel, mit einzelnen Punkten an großen, ausgebauten Wachtürmen oder halt in dem Fall Burgen. Das Gute für den jeweiligen Markgrafen, und das war für Konrad I. dann später eine ganz, ganz interessante Nummer, ist, dass er nicht wirklich dem Reichsgesetz unterworfen war, obwohl es eine Reichsburg war. Im Prinzip hatte ein Graf in einer Markgrafenschaft sowas wie Narrenfreiheit. Ja. Das ist das Prinzip der Markgrafenschaften, der Burgen direkt am Grenzwall. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und zwar in jede Richtung. Du hast die unbegrenzte Möglichkeit, alles zu verlieren oder alles zu gewinnen. Das ist bei einer Aktie heute ein bisschen anders. Da spekuliert man, man verliert am Ende vielleicht Geld, was sicherlich eine Katastrophe ist. Hier in dem Fall setzte man immer sein Leben aufs Spiel. Der äußerste Grenzposten, in diesem Fall des Ostfränkischen Reiches. Noch weiter nach Osten fand man die Slawen. Früher noch, bevor die Hunnen kamen, im 4., 5. Jahrhundert nach Christus, war das schon von Sachsen, von Westgoten, von Ostgoten, von Langobarden, von Alemannen besiedelt. Aber als die Hunnen kamen, gab es die große Völkerwanderung und alle waren plötzlich landlos und flüchteten in Richtung Westen. Also Wirtschafts- und Kriegsflüchtlinge, ne? Man flüchtete und jetzt eroberte sich also das Frankenland, was inzwischen geteilt war in das Ostfränkische und ins Westfränkische Land, eroberte sich diese Gebiete zurück. Stück für Stück mit dem Prinzip der Grenzerweiterung und das halt über die Markgrafenschaften. In dem Fall hier die Markgrafenschaft Meißen. Und dann kam mein Lieblingsmarkgraf. Ich habe einen Lieblingsmarkgrafen. Das ist der Konrad I. von Wettin. Das ist auch der Begründer der wettinischen Linie der Fürsten, Markgrafen, dann Fürsten, dann Kurfürsten und dann Könige. Nicht nur von Polen, sondern auch von Sachsen. Konrad I., der ist um 1100, ja, da streiten sich die Geschichtsquellen, 23, 25, 29, hier einmarschiert mit seinem Onkel, dem Lothar I., der später dann auch Kaiser wurde, um 1125 und übernahm frecherdings einfach mal diese Markgrafenschaft. Nach Annalista Saxo war es 1125, nach den Chroniken vom Lauterberg war es später, weil in der Zwischenzeit nicht ganz klar war, wie ist denn sein Vorgänger, der Markgraf, eigentlich ums Leben gekommen. Es stellte sich am Ende wohl heraus, er hat ihn zusammen mit seinem Onkel mit einer Hure verkuppelt und dieser hat ihn vergiftet. Und dann übernahm Konrad von Wettin die Markgrafenschaft Meißen.
im sächsischen Gebiet. Und man darf nicht vergessen, das sächsische Gebiet zur damaligen Zeit war riesengroß. Das ging von ganz weit oben im Norden, also von der jetzigen holländischen Grenze. Teile Gebietes von Flandern, von Holland gehörten dazu. Bis hier runter jetzt an die Elbe. Ein riesengroßes Imperium. Darunter waren eben auch Magdeburg und Halle und eben auch der Lauterberg, dort wo er seine Biografie hat schreiben lassen, in der dann eben stand, dass er um einige Jahre später dann offiziell die Markgrafenwürde bekommen hat vom Kaiser. Und mittlerweile war sein Onkel Lothar I. dann eben auch Kaiser. Die haben sich also beide so aufs Pferd geholfen. Und das bei Konrad als der Zweitgeborene der Familie, wo du eigentlich nix bist, ne? Ein großer Sprung zu Ernst und Albrecht, des 14. Jahrhunderts geboren, beide entführt durch Kunst von Kaufungen, beide auch verantwortlich für die Leipziger Teilung, das heißt die Teilung des wettinischen, ich sag's mal so, Imperiums. Der frühe Tod von Ernst 1486, Albrecht hat die Geschäfte übernommen, beide haben beschlossen, aber eben diese Albrechtsburg zu bauen. Weltweit das allererste Mal, dass zwei Herrscher beschlossen, wir bauen keine Burg mehr, wir bauen ein reines Schloss. Leider hatten sie beide keine Verwendung für dieses Schloss. Keiner von beiden ist hier dort eingezogen. Nun gut, Ernst ist 1486 gestorben. Albrecht hat die Amtsgeschäfte übernehmen müssen. Das Schloss wurde fertiggestellt 1493, also 22-jährige Bauzeit. 71 begonnen, 93 fertig. Eingezogen sind sie nie. Die einzige Bewohnerin im Schloss war Sidonia von Böhmen, ne? Die Ehefrau von Albrecht. Auch die ist dann 1500, als Albrecht gestorben ist, ausgezogen, nach Tharandt gezogen. Also stand das Haus einfach mal leer. Also deswegen, man trifft schon zu. Die Albrechtsburg ist die erste Bauinvestruine Sachsens. Ne? Wobei, sie ist auch die lukrativste und erfolgreichste Bauinvestruine Sachsens. Das sollten sich all die anderen in der langen Kette mal angucken und sich vielleicht ein Beispiel nehmen. Ne? Ne? Andererseits aber in der langen Kette der wettinischen Fürsten, Kurfürsten und Herzöge entstanden hier natürlich noch andere Dinge. Nach dem langen, langen Leerstand dieser Burg, dieses Schlosses, kam dann August der Starke, der nicht nur Hufeisen zerbrechen konnte, auf eine sehr clevere Idee. Wir wollen Dinge wandeln. Wir wollen Gold herstellen. Ja, auch August der Starke war dem Goldrausch erlegen. Wie viele, viele andere seiner Zeitgenossen, seiner Fürsten und die, die vor ihm waren, auch schon. Und er hatte auch mehrere heiße Eisen im Feuer, unter anderem auch den Herrn Böttger. Ein junger Typ eigentlich. Eigentlich war er Praktikant, ne? Beim Apotheker, wollte Alchemist werden. Und bekam dann die Idee, ich werde den Stein der Weisen finden. Den Stein, der alles wandeln kann. Von wertlosem Metall in Edelmetall. Von vergänglich auf ewig. Ja, haben die damals gedacht. Gibt es heute immer noch Leute, die sowas denken, oder? Gut, es war am Ende kein Gold, sondern wie allgemein bekannt, es war Porzellan, das Meißner Porzellan. Aber trotzdem war es eine Gelddruckmaschine. Weswegen aus dieser Bauinvestruine dann natürlich das kommerzielle Unternehmen wurde. Eine Manufaktur. Das tut so einem Gebäude natürlich nicht gut, 150 Jahre Manufaktur für Porzellan zu sein. Jedenfalls war nach 150 Jahren hier so ziemlich der Riemen runter. Und man überlegte, was sollte man damit tun. Und da bot sich plötzlich eine Möglichkeit, der Dr. Rossmann, jetzt nicht der Rossmann, den wir kennen, sondern Dr. Rossmann, Prinzenerzieher, Historiker, berufen als Professor nach Jena, an die Universität als Historiker, gleichwohl nach Düsseldorf. Gleichwohl war er unterwegs als eben Prinzenerzieher mit dem Prinzen, erst in eine große Italienreise und dann 1873 auch noch mal eine Reise in den Orient. Also ein Mann von Welt, der dann hier zum Berater des Konsortiums wurde, der Kunstverständigen, die in Dresden dann in der Residenz über all die Kunstschätze walteten.
der sie beriet und sagte, okay, ich habe einen Vorschlag für die Albrechtsburg. Wir machen daraus das größte begehbare Bilderbuch der Welt. Sprach's und sie taten es. Die Albrechtsburg, Albrechtsburg, es ist wirklich fatal. Man sagt Albrechtsburg, aber es ist ein Schloss. Aber das Albrechtsschloss klingt einfach nicht so toll. Deswegen, willkommen auf der Albrechtsburg zu einem kleinen, beschaulichen Bilderbuch, Handwerker, Manufaktur und Geschichtenrundgang. Dann, los geht's. Das ehemalige Studiolo. Dieser Ausstellungsbereich widmet sich dem Wohnen. Die Räume, das Studiolo, nimmt man an, waren eigentlich gedacht für Herzog Albrecht. Genutzt hat sie möglicherweise, vor allem aufgrund der Abwesenheit, der eigentlich permanenten Abwesenheit von Herzog Albrecht, seine Frau Sidonia. Eventuell als Schreibstübchen. Es nennt sich die Nachtigallenkammer, das Nachtigallenzimmer. Hatte unglaublich viele Fenster, ein schönes Türmchen mit viel Licht. Und man vermutet, dass sie in diesem 38 Quadratmeter großen Arbeitszimmerchen, sie hat dann noch eine Wohnstube, hier gibt es noch eine Wohnstube von 144 Quadratmetern, es gibt die Schlafkammer von, ich glaube, 83 Quadratmetern und eben das Arbeitszimmer, man sieht das Verhältnis von 38 Quadratmetern, was sie eventuell genutzt hat. Das an den Räumen hier Wichtige besteht darin, dass sie eventuell wirklich so ausgesehen haben. Also in der Zeit des 15., Anfang 16. Jahrhunderts. Die Ehe zwischen Sidonia und Herzog Albrecht ist wohl eher gekennzeichnet in dieser Zeit von permanenter Abwesenheit. Denn er musste nach dem Tod seines Bruders 1486 unglaublich viele Feuer austreten. Man darf ja nicht vergessen, dass zur damaligen Zeit Sachsen nicht das Sachsen von heute ist, sondern dieses Sachsen von damals, das zog sich über Halle, über den Petersberg, über Magdeburg, Stendal, bis hoch an die Nordsee und hier unten tatsächlich, ja, Elbe, Dresden. Dresden war damals eher noch so ein slawisch besiedeltes Gebiet, mit dem man verhandelte, bis es dann irgendwann Stück für Stück zur eigentlichen Residenzstadt wurde. Die Sidonia und ihr Mann haben also im Prinzip über fast 11 Jahre eine Ehe geführt, die sich vielleicht in Briefen geäußert hat. Auf jeden Fall gibt es 95 Briefe der Herzogin Sidonia, die widerspiegeln, was ihre Alltagssorgen waren. Wenn sie versucht, ein riesengroßes Schloss zu managen, es zu organisieren, denn das war dann am Ende ihre Aufgabe, während Albrecht sehr, sehr viel in Flandern, also in Niederlanden, in Holland zu tun hatte, seinem Kaiser zu Hilfe kommen musste, der sich dort mit der Bürgerschaft verkracht hat, den sie dort umringt haben, der nicht mehr rauskam. Er musste zu Hilfe eilen mit seinem sächsischen stehenden Heer, um ihn zu befreien. Das hinbekommen, wurde er dann zum ewigen Gubernator ernannt, dieser Region. Hatte dann aber wieder woanders zu tun, musste wieder weg. Dann war sein Sohn für Zeit dort temporär unterwegs. Der hat aber auch sich mit den dortigen Kräften nicht so gut verstanden. Den haben sie auch festgesetzt. Also musste Albrecht wieder hineilen und wieder jemanden aus dem Feuer holen. Der hat also permanent zu tun und ist 7 Jahre nach der Fertigstellung des Schlosses Albrechtsburg ist er bereits verstorben, also 1500. Und sie musste, wollte, konnte, sollte in einem Ehevertrag beurkunden, dass sie natürlich nach dem vorzeitigen Ablegen ihres Mannes einen eigenen Witwensitz hat. Mit eigener Verwaltung oder mit einer Apanage, je nachdem. Und in ihrem Ehevertrag stand eben drin, dass der doch von beiden wohl geliebte Ort, Taran, dann ihr Witwensitz wurde und sie dann auch dorthin umgezogen ist. Und wenn dem wirklich so war, dass es der geliebte Ort zwischen Albrecht und Sidonia von Böhmen war, dann hat sie doch zumindest noch einen schönen
seligen Lebensabend gehabt. Das schönste Treppenhaus der deutschen Gotik, im ältesten Schloss Deutschlands, ein Meisterwerk. Gut, das ist jetzt eine Versammlung von Superlativen, aber wenn man sich dieses Treppenhaus, einfach nur ein Treppenhaus anschaut, dann muss man sagen, ja, in dem Fall trifft das zu. Arnold von Westfalen. Ich würde ja mit meinen Worten sagen, das ist so der Leib- und Magenbaumeister von Ernst und Albrecht. Die waren schon zusammen auf der Rochlitzburg, haben dort so ausprobiert, was man so machen kann, haben getüftelt, gemacht und getan. Und dann hatten Ernst und Albrecht ja die Idee, komm, weißt du was, bau uns mal unser eigenes, das erste deutsche Schloss überhaupt. Keine Burg, nein, sondern einen reinen repräsentativen Sitz, einen Amtssitz, Wohnhaus, Apartments dazu, vielleicht auch für Gäste noch ein bisschen was. Aber das war's dann eigentlich schon. Das hat er gemacht. Und dieser große Wendelstein, mit diesem Stein hat er sich selbst ein Denkmal gesetzt. Und wenn man sich das von außen anschaut, dann wirkt der Treppenturm wie so eine, ich würde ja sagen, wie eine Schlange oder mehrere Schlangen, die ineinander verwoben sind. Man sagt dazu aber eine doppelschalige Skulptur. Von innen wiederum besticht vor allem die scheinbare Leichtigkeit, der sich um ein offenes Treppenauge mit drei schlanken Sandsteinsäulen herumwindenden repräsentativen Treppe. Ja. Die zur Schaustellung fürstlicher Macht begann bereits bei der Stufenbreite. Kurfürst und Kurfürstin, Herzog und Herzogin konnten nebeneinander auf- und abschreiten. Dank der einst unverglasten Fenster konnten sie außerdem vom Hof aus gut gesehen werden. Und bei Bedarf konnten sie sich ihrem Volk auch direkt zeigen. Dazu mussten sie bloß ein paar Schritte hinaustreten, hinaus auf die Loggien des Wendelsteins oder Balkon oder Terrasse genannt. Ja, nur alles halt im Konjunktiv. Also das hätten sie jetzt auf jeden Fall hier machen können, ne? Wenn sie denn, die Wettiner, jemals hier gewohnt hätten. Guckt euch doch diesen Blick an. Das haben die nie gesehen, bis auf Sidonia, ne? Das Kornhaus da vorne. Den Mittelgang, der war mal doppelt so groß, der Mittelgang, ausgebaut, als das hier Manufaktur war. Ja, und dann der Hauptteil mit dem großen Saal, die einzelnen Apartments, ne, für den Kurfürsten. Toller Blick. Nur, dass du hier nicht siehst, weil der alte Dom steht. Das ist so, hier würde ich gerne Arnold von Westfalen mal fragen, musste er das so machen, weil hier die Burg vorher schon stand? Ja, und den Dom kann man nicht abreißen. Die Loggien sind aber nicht nur eine Bühne für die Herrscher, sie sind auch ein dekoratives Element. Denn sie wurden schon 1495 im dritten Obergeschoss und 1523 durch den Bildhauer Christoph Walter in den beiden unteren Geschossen mit Sandsteinreliefs verziert. Man ganz oben Szenen aus dem Veilchenschwank, ist eine bitterböse Geschichte von der Suche nach dem Frühling, abgebildet sind, kann man im zweiten Obergeschoss wettinische Wappen und im ersten Obergeschoss antike und biblische Bildmotive entdecken. Diese wirken wie ein Katalog von Untugenden, wenn man genau hinguckt. Also die einem Gott wohlgefälligen christlichen Lebenswandel komplett zuwiderlaufen. Völlerei, Trunksucht, Ehebruch, Vielweiberei, Mord und Totschlag. Ich denke mal, diese Darstellungen sollen Ermahnungen sein, also sowohl für das Volk unten als auch für die Fürsten im Schloss. Wobei man, wenn man eben genauer hinschaut, muss man sich schon fragen, ob viel Weiberei
nun wirklich zumindest bei August dem Starken als Mahnung, dass es eines der Sünden, der Todsünden wäre, irgendwo gezogen hätte. Ich weiß es jetzt nicht so richtig. So viel zum Wendelstein. Bauen ist ja so meins und die Räume hier des dritten Obergeschosses sind, bis auf eine Ausnahme, im Gegensatz zu all den Räumen der unteren Etage, nicht mit einem steinernen Gewölbe überzogen. Ja, hier findet man stattdessen diese großen Holzbalkenkonstruktionen und deswegen widmen sich diese Räume, diese Frauenzimmer Nummer 3, vor allem auch dem Bau, der Bautechnik. Das steht im Zentrum. Also dieser Ausstellungsräume, dieses Ausstellungsbereiches, der genannt wird Architektur. Architektur bauen. Wer hat das Schloss bauen lassen? Wann wurde es gebaut? Waren es Ernst und Albrecht? Ja, Ernst und Albrecht von Wettin. Wann haben sie es bauen lassen? Zwischen 1471 und 1493. Also bauen lassen, sie haben es selber gebaut. Wer war der Architekt? Ne? Diese Frage steht am Ende des Rundgangs auch nochmal. Ne? Oder kann man hier einfach mal mit Arnold von Westfalen ein bisschen durch die Räume gehen. Und vor allem, wie und womit wurde gebaut. Also gab es Bauvorschriften, gab es Bauordnungen, gab es Gewerke, gab es eine Gewerkschaft vor Ort? Wie viele Handwerker waren hier beschäftigt? Gibt es Vorarbeiter, Tagelöhner? Gab es hier Kinderarbeit? Musste hier Kinder arbeiten? Und. All diese Fragen werden hier gestellt, zum Teil beantwortet oder man geht in die Diskussion oder man geht mit einer Führung mit durch diese Dauerausstellung. Mit originalen Objekten, mit Werkzeugen, aber eben auch mit Bildern, mit Filmen oder über Bilder und Filme wird man informiert. Es gibt Hörstationen, wie in vielen Bereichen hier, interaktive Medien, vor allem die mit Modellen arbeiten und die viele Fragen halt beantworten. Im Frauenzimmer 3, das im Mittelalter ein Teil des Westflügels, also im Teil des Westflügels verortet wurde, war der oder sollte der Wohnbereich der Damen gewesen sein. In dem Fall hatten wir ja hier nur eine Bewohnerin. Da geht es speziell um die Themen des Holzbaus. Naja, das nennt man eigentlich saugende Verbindung. Das müsste so machen. Und dann müsste das wirklich halten. All diese Verbindungen in der also Zimmermanns- oder Tischlerverbindungen sind saugende Verbindungen, die, wenn du sie ansetzt, geht es ein bisschen schwer. Deswegen gehen die alle ein bisschen konisch zu und dann macht es so und dann passt es oder setzt das eine Verplattung zum Beispiel, setzt oben nochmal auf. Wenn der Balken sich nicht bewegen darf, ist alles Handarbeit, ne? Also heutzutage die meisten guten Zimmerleute machen so eine per Handarbeit. Der ist gut, der Zapfen, oder? Das ist sehr schön gemacht. Zack, zack sitzt das, schon cool. Und ein kleiner Tipp in den angrenzenden Räumen des Nordostbaus. Kann man sich mit vielen weiteren Details der Schlossarchitektur beschäftigen, sich informieren. So ermöglicht so eine Art interaktives Periskop Einblicke in den Dachboden, wo in kurzen Animationen Konstruktionsprinzipien genauer erklärt werden. Das ist tatsächlich gut. Du siehst hier, du siehst die komplette Konstruktion, eine 3D-Animation, muss natürlich mitlaufen. Ne? Und im Schauinslandsaal heißt der Saal, das ist schon mal ein schöner Name, ne? Und Nomen erst oben. Ne? Im Schauinslandsaal befindet sich schließlich ein 1:1 Modell zum Bau der innovativen gotischen Zellengewölbe. Das ist eine große Holzbalkenkonstruktion. Sieht schon wuchtig aus, die dann an einer Stelle hinten schon bereits ausgemauert wurde. 15. Jahrhundert. Also wir reden hier von Decken, die 550 Jahre alt sind. So lange hält das. Also richtige Zimmermannsarbeit. Ja, und wer da mal frische Luft braucht, guckt einfach mal und schaut ins Land.
weiß nicht, wie man auf den Gedanken kommt, das hier als unteres Gefängnis zu bezeichnen. Vielleicht, weil es hier die Treppen jetzt runtergeht. Wir sind ja trotzdem im dritten Stock. Im dritten Stock. Und wir sind noch nicht mal wirklich im Schloss Albrechtsburg, ne? Sondern wir sind im Prinzip baulich gesehen im Dom. Also die Burg, die hier stand, hat sich das schon, also 14. Jahrhundert oder vor dem 14. Jahrhundert, hat sich schon ein Teil des Domes einverleibt. Das da drüben ist der Höckriger Turm und dieser Turm sollte sozusagen dem adäquat sein. Dazu ist es gar nicht mehr gekommen. Die Albrechtsburg hat sich ein Stückchen vom Dom bautechnisch geklaut. Und wir sind in der dritten Etage. Also, auf dieser Seite verfügt die Albrechtsburg über mindestens drei Räume, die eigentlich zum Dom gehören, nämlich das untere Gefängnis in der dritten Etage, das Mardorfsche Gefängnis, wo ein Finanzbetrüger eben namens Mardorf einsitzen musste, und dann das Kleinodiengemach, das ist eins drunter. Ne? Interessant finde ich jetzt hier, dass man auf die Idee kommt, in eine dritte Etage ein Gefängnis zu packen, in das man nur reinkommt von den Gemächern oder vom Apartment, einem Wohnapartment. Also was war da der zwingende Gedanke dahinter? Ich finde, da könnte mal jeder drüber nachdenken und so mal ein paar Möglichkeiten so reinstreuen, was da der Grund dafür ist. Hier in diesem Gefängnis saß im 17. Jahrhundert ein Mann, der wohl so ein Maltalent hatte und so zeichnerisch begabt war, gleichwohl aber aus Verleumdungsgründen wohl, also zumindest war das seine Meinung, aus Verleumdungsgründen hier eingekackert wurde. Wer den hier bewacht hat, kann man nicht sagen, aber man weiß, dass hier nochmal extra diese Scharniere an der Tür waren, wo dieses Gefängnis dadurch doppelt gesichert werden sollte. Jedenfalls hat dieser künstlerisch Begabte, Inhaftierte, an die Wand mehrere Zeichen einer Kirche gemacht, wo man später dann entdeckt, da guckt mal einer an, das ist die Trinitatiskirche, da direkt gegenüber, das heißt sein täglicher Blick, sein Morgenblick, sein Abendblick. Er selber meint, er ist denunziert worden. Es gäbe wohl eine Denunziantin. Er fürchtet um sein Leib und Leben. Und er hat geschrieben, die Dornen und Disteln stechen sehr, false Zungen noch viel mehrere. Alles, was die Maria saget, ist alles erlogen. Sie wird es wohl ersten gesagt haben, weil die Frauen da waren. Also der Text ist offensichtlich ein sächsischer Dialekt gewesen. Ich weiß es nicht mehr so. Es geht aber noch weiter. Der Tod ist gewiss, ungewiss der Tag, die Stunde auch niemand wissen mag, drum furchte Gott und denkt dabei, dass jede Stunde letzte sei. Auf jeden Fall bitte sich etwas sächsisch vorstellen. Dieser Text steht unten im Gefängnis. Man weiß jetzt aber nicht genau, wer jetzt der Gefangene war. Es gibt natürlich viele Epigonen. Ja? Also seit dem 19. Jahrhundert, seit Dr. Rossmann, der Historiker, die Immobilie, die Räume der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, mit Gemälden versehen, mit Historienzeichnungen versehen, aus der Historienmalerei versehen, gibt es natürlich Epigonen, ja, die unbedingt einritzen müssen. 1972, ich war hier. Ne? Das ist ganz wichtig, vor allem ohne Unterschrift. Ne? Das haut schon mal richtig hin. Oder was habe ich noch gelesen? Restaurierung, erneute Restaurierung zwischen 1964 und 1974, glaube ich. Oder hier und da findet man auch vom Maurer oder den Steinmetzen, die zu diesen Zeiten dort mitgeholfen haben, das Ganze zu restaurieren, die Initialen. Muss sein. Ne? Also der Mensch, selbst wenn er nicht in Not ist, so wie unser armer Inhaftierter hier, muss sich unbedingt überall verewigen. Hier wieder. Ne? Wer möchte, also man kann bestimmt auch mal eine Nacht im unteren Gefängnis zubringen. Ich glaube nicht. Stehst du unter einem Bild in der Historienmalerei?
was eine Hochzeit beschreibt zwischen einem 9- und einem 16-Jährigen. Wenn ich mir die Gesichter anschaue, dieses Mädchen, die sieht aus wie 14, er sieht doch aus wie 18. Das ist aber eine bewusste Verfremdung. Also Ende des 19. Jahrhunderts beiden jungen Menschen bewusst älter gemacht worden. Ja. Warum? Genau aus dem Grund. Wir sitzen hier, Braut und Bräutigam sitzen vielleicht hier am Trautisch und wundern sich, ein 9-jähriges Mädchen wird mit einem 16-jährigen jungen Mann verheiratet. Das ist komisch. Das weckt in einem ungute Gefühle. Und genau aus dem Grund hat der Künstler ein bisschen geschimmelt und gesagt, das machen wir ein bisschen anders, wir machen die ein bisschen älter, wir lassen die mal einigermaßen glücklich aussehen, damit es nicht diesen faden Beigeschmack einer Zwangsehe hat. Und wenn man sich das Bild anschaut, ne, mit den blumenstreuenden Kindern und jungen Mädchen, dann hat das ja auch irgendwie was von einem klassischen Hochzeitsbild. Auch, dass sie ein weiß, vielleicht silbergewirktes Kleid trägt. Ne? Auch ein klassisches Brautkleidmotiv von heute. Aber weiß als Farbe für Brautkleider kam tatsächlich erst später. Tatsächlich? Ja. Wie erklärst du das bei Führungen? Weil das Verständnis für Ehe im 19. Jahrhundert vielleicht ein anderes war und weil die Wettiner Auftraggeber gesagt haben, das können wir heute nicht mehr bringen, das können wir einfach nicht mehr bringen. Also ich lasse natürlich meine Gäste erstmal raten, wie alt die sind. Also ich verrate immer. Du setzt noch da drauf, wie früher, wo die Menschen weniger lesen konnten, weil genau. Da steht es ja. Und es funktioniert. Es funktioniert. Okay. Ich verrate meistens, wie alt Albrecht ist und sage, er ist also 16 und dann sollen sie das Mädchen raten und dann kommt. 12, 13. Ja, das sind die wenigsten. Meistens so zwischen 16 und 21. Guck dir die Gesichtszüge an. Die hat eine Reife in den Augen. Ja. Selbst das Blumenkind dahinter, da ist schon eine Reife da. Ich gucke in die Geschichte und denke, also in den Geschichtsbüchern steht, die Eltern haben ihre Kinder verheiratet, um Frieden schließen zu können. Wo ich jedes Mal denke, wie bescheuert seid ihr, wenn die Erwachsenen, die Eltern sind nicht in der Lage, miteinander zu reden und Frieden zu schließen. Was müssen sie glauben, wenn wir unsere Kinder verheiraten? Dann müssen wir ja, weil das Sakrament der Ehe so heilig ist, da können wir uns nicht mehr bekriegen. Wie kommt man auf so einen komischen? Das hat nie funktioniert. Es geht ja noch mehr in die Richtung, dass dieser Frieden dann auch hält. Ja, aber ne? das hat nie funktioniert. Dass man ja quasi familiär dann verwandt ist und erst dadurch das Vertrauen in die andere Partei entsteht, dass man eben diesen Vertrag nicht bricht. Selbst innerhalb der Familie, wir haben es auch in der Albertiner-Familie ist es passiert, zwischen Moritz und seinen Verwandten, als Moritz in den Schmalkaldischen Kriegen sich gegen seine Verwandten gestellt hat und gegen sie gekämpft hat, obwohl er Protestant war. Also selbst die ganz nah Blutsverwandten, noch nicht mal die angeheirateten Blutsverwandten, haben es geschafft. Kannst du erklären, wieso man geglaubt hat, dass das möglich wäre, durch eine Heirat die eigene Schwäche, die Unzulänglichkeit der Verhandlungsfähigkeit der Diplomatie, des Verstehens auszumerzen. Kannst du das? Dafür müsste ich mich jetzt ins Mittelalter beamen. Gibt es da aber Quellen, um das zu verstehen? Weil ich sitze vor solchen Bildern, ich glaube, das ist vielen Betrachtern auch so, wenn man sitzt vor solchen Bildern, kann sagen, ja, das ist irgendwie schön, das ist aber schön. Aber warum glaubt man tatsächlich, und die Geschichte beweist ja das Gegenteil, warum glaubt man tatsächlich, dass man durch eine angeheiratete Blutsverwandtschaft plötzlich alles ins Lot gerät. Vor allem, wenn man ja merkt, dass sich auch die Brüder bekriegen. Ne? Also, auch das? Ja, ich kann es nicht beantworten. Hast du eine Lieblingsfigur in der Wettiner-Geschichte? Weil hier in Schloss Albrechtsburg geht es ja vorrangig um die Wettiner. Es ist, ich würde sagen, die Unvollendete, das große Bilderbuch, die Investruine, der Goldesel, alles. Ist diese Burg. Und die Wiege Sachsens. Und die Wiege Sachsens. Nicht vergessen. Hast du ein Favorite in der Historie? Ich mache immer ganz gerne bei Führungen, wenn ich mit den Gruppen unterwegs bin und wir gehen so, fangen an bei Heinrich dem Ersten, gehen über Konrad den Großen, dann mache ich immer gerne die Ahnengalerie mit den unzähligen Friedrichs. Dann landen wir irgendwann bei Albrecht und Ernst und dann kommt der Punkt, wo ich sage, wisst ihr, mir reicht's an Männern. Ich stelle euch jetzt eine Frau vor. Yes! Und das ist? Und das ist natürlich Sidonia. Sidonia. Ja. Die dafür gesorgt hat, dass es eben nicht immer nur eine Investruine war. Ja.
Warum sollten Gäste hierher kommen? Warum sollte man sich für die Albrechtsburg interessieren? Wegen Sidonia, das verstehe ich absolut. Warum noch? Da weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Okay. Die Architektur ist wahnsinnig interessant. Arnold von Westfalen hat wirklich innovative Leistungen hier vollbracht. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Und das ist vielen Besuchern gar nicht klar. Diese Geschichte der Porzellanmanufaktur. Wer kommt auf die Idee, dass ein Schlossbau ein geeigneter Ort für eine Manufaktur ist? August der Starke, das war ein Pragmat. Das war einfach ein pragmatischer Typ. Siehst du, er konvertiert zum Katholizismus. Ein Pragmat. Wahnsinn. Und dann eben zu sehen, was mit dem Schloss entstanden ist, nachdem man festgestellt hat, so ein Schloss ist eben nicht geeignet für eine Manufaktur und die rausgelassen hat. Okay. Und was man eben dann damit gemacht hat. Und auch was für Geschichten hinter den Geschichten in den Bildern stecken. Also es ist einfach von oben bis unten wahnsinnig interessant. Na dann. Ich danke dir sehr. Ich danke dir.